Eleke ist ein Pokémon mit dem Typ Elektro, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die erste Entwicklungsstufe von Electek und Elvoltek. Elekid ist ein kleines zweibeiniges Pokémon mit rundlichem Körperbau. Bis auf die schwarze Fellmusterung ist der Körper gelb gefärbt. Es zeichnet sich durch zwei auffällige Hörner aus, die auf dem Haupt des Pokémon senkrecht in die Höhe wachsen. Das Gesicht setzt sich aus den kleinen Augen, die aus weißer Lederhaut und kleinen schwarzen Pupillen bestehen, und dem kleinen Mund zusammen. Die Oberarme sind sehr schmal, dagegen sind die Unterarme mehr als doppelt so breit und mit kurzen Krallen bewehrt. Neben den schwarzen Streifen ist auf seinem Bauch ein auffälliges schwarzes Blitzmuster zu sehen. Die kurzen Beine verbinden dann den Torso mit den kleinen Füßen und in der Shiny-Form ist Elekids Gelb minimal dunkler gehalten. Elekid zeichnet sich vor allem durch hohe Angriffskräfte und Geschwindigkeit aus. Im Kampf verlässt er sich auf elektrische Entladungen, die es durch Rotieren seiner Arme auflädt und dann mittels beispielsweise Donnerblitz freisetzt. Es geht aber auch mit vollem Körpereinsatz wie mit Fußkick oder Donnerschlag gegen Gegner vor. Seine Fähigkeit Statik sorgt dafür, dass sein elektrisch aufgeladener Körper bei Berührung das Gegenüber paralysieren kann. Seltenere Exemplare können über die versteckte Fähigkeit Munterkeit verfügen und können nicht eingeschläfert werden. Elekid ist als Baby-Pokémon per Zucht erhältlich, kann aber in späteren Generationen und anderen Regionen auch wild angetroffen werden, wie der Route 205 in der Sinnoh-Region. Elekid hat eine große Vorliebe für elektrischen Strom, den es aber nur schlecht speichern kann. Um sich aufzuladen, hängt es an Steckdosen und nuckelt aus ihren Strom wie aus einer Babyflasche. Ebenfalls kann es Elektrizität durch heftiges Rotieren seiner Ärmchen erzeugen, sobald es sie braucht. Seine Körperkraft und Ausdauer sind jedoch noch gering, weshalb es dabei schnell müde wird. Ist Elekids Körper aufgeladen, fließt bläulich glimmernder Strom zwischen seinen Hörnern, dann sollte man es nicht mit bloßen Händen anfassen, um keinen lähmenden Schlag abzubekommen. Und berührt es dann versehentlich metallene Gegenstände, geht seine Ladung verloren. Elekid liebt Gewitterstürme. Wenn es laut donnert, fühlt es sich wohl. Viele Trainer, die sich um Elekid kümmern, nehmen die Geräusche von Gewittern auf und spielen sie Elekid vor, wenn es unruhig oder überlaunig wird. Dabei stellt Elekid den ersten Teil einer dreistufigen Entwicklungsreihe dar. Es kann sich zu Electek entwickeln, welches sich selbst wiederum seit der vierten Spielgeneration zu Elevoltek weiterentwickeln kann. Elekid selbst wird zu den Baby-Pokémon gezählt. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Elekid zu Electek beim Erreichen von mindestens Level 30 ausgelöst. Wird Electek getauscht, während es ein Stromisierer trägt, entwickelt es sich zu Elevoltek und Elekid kann durch die Zucht selbst erhalten werden. Mit seinem Typen nimmt es dabei halben Schaden gegen Elektro-, Flug- und Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Boden und der Rest macht normalen Schaden.